Hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Kingdoms Evolved. Wir waren, ja, im letzten Part auf Erkundung im Meer und haben diese Insel gefunden hier. Und, ja, könnten hier ein paar von den Blöcken mitnehmen. Ich werde sicherlich auf Video dann auch noch mehr holen. Ich muss aber aus dem Game Mode raus. Ich bin nämlich kurz noch AFK gewesen und deshalb wollte ich da nicht noch sterben. So, Roten möchte ich mitnehmen. Den hier auch, also ja, noch mehr Roten. Oh, ein bisschen. Einen Stock habe ich bekommen. So schön. So, dann ist unter Wasser noch ein bisschen brauner, genau. Nicht schwarzer, brauner. Und dann können wir gleich noch weitergehen. Also ich werde neues holen. Es ist nicht so interessant gerade. Ich möchte gerne besseres erleben. Bin ja genug weggewesen. So. Für alle, die es nicht wissen, ich war im Krankenhaus und konnte euch nicht Bescheid sagen, dass ich war, weil ich kein Internet hatte, nichts. Na gut. So. Und, gehen wir mal nach Süden hier. So. Was haben wir hier? Jetzt nichts, was jetzt unbedingt in den Garten muss oder so. Prickly Pier. Die Prickly Pier. So, wir sind auch friedlich. Wir bespringen mal ein bisschen die Wüste. Ja, genau. Ein Mäser habe ich. Wollte ich doch. Ah, oh, das ist schön. Ja, gut so. Kangaroo Pow. Das muss mitkommen. Und das? Was hier sind? Naja. Bin ich nicht so zufrieden jetzt gerade. Ich bin jetzt momentan dann eher so ein bisschen auf das Ding visiert. Das Bauen einer der Zivilisationen und nicht auf irgendwas Schönes, also nicht auf etwas, das jetzt unbedingt mit Hyazinthen verschönert werden muss oder so. Und ihr dürft natürlich immer wieder schreiben, was ihr denn gerne haben wollt. So, ich mach mal hier ein Waypoint, damit ich nicht die Mesa aus dem Auge verliere. Nein, Mesa. Nicht falsch schreiben drauf. Gut. Steht da noch was? Nein, nicht das Desert, das Mesa. Mesa Plateau, okay. Danke. Hoppala. So. Gut, dann gehen wir nach oben. Und Rollenspiel wird auch wieder kommen. Ja, wird jetzt auch bald beginnen, so richtig. Eben mit Rollen, also so mit richtigen NPCs und so. Da wird viel kommen. So, machen wir hier mal diese Schichten weg. So, dann gehen wir wieder raus. Okay, dann haben wir hier oben noch Rot, aber da haben wir jetzt genug. Da haben wir eine Bromeline, die ist auch sehr bekannt. Ich könnte ein bisschen roten Sand mitnehmen noch. Ich mag roter Sand irgendwie.
Die auch noch sind. So, und dann gehen wir weiter. Also jetzt kann ich noch ein bisschen erzählen, was ich so geplant habe. Also vor allem die Villa ist das jetzt das Erste, was ich machen will. Dann ein Dorf. Ja, ein Stall. Ein Stall zuerst. Dann das Dorf. Und wahrscheinlich die Barbaren. Je nachdem. Oder die Asiaten. Und ihr dürft jederzeit sagen, wenn ihr mal was anderes sehen wollt oder so. Es ist jederzeit in diesem Let's Play möglich, etwas zu beeinflussen oder ja, es spannender zu machen. Es ist doch toll, wenn ihr ja, selber bestimmen könntet, was ich so Let's Play. Oh! Aber nicht schon wieder ein Killer-Tempel. Ich will jetzt diesmal nicht sterben, bitte. Dann schauen wir noch kurz hier rein. Ah ja, wir haben ja einen Import. geht ein bisschen schnell, oder? tja. Dann machen wir mal einen kurzen Zwischenlagerplatz. Ah, wir haben ja. Wir haben ja das Ding. Der goldene Weg des Holdings. So. Gut. Also. Dann haben wir hier mal ein bisschen. Nach unten. Also jetzt habe ich es geschafft, aber auch nur, weil ich sehr weit weg. Ich hätte es austesten müssen, aber das mache ich dann mal im also in einer anderen Map kreativ. So. Hier haben wir irgendwo noch Lava. Oh! Was ist das? Teilungssiegel. Das ist immer nett. Diamanten. Aloe Vera. Blatt. Gute. Das ist mal nett. Oh. Harlequin Mistletoe Berries. Rote Betesamen. Das ist weniger gut. Aber ich meine. Ja. Oh. Ah, nochmal Diamanten. Also zwei Diamanten. Super. Ja, aber nicht gleich zu mir wieder. So, dann gehen wir nach oben und schauen uns noch weiter um. Also immer noch alles gleich wie vor am Beginn der Minecraft-Zeit. Richtig, vor allem der Sand. Freunde, Schande, nicht falsch. So, weg da. Sollen wir den markieren? Ne, der ist abgeschlossen. Ich will nicht ganze Let's Play immer wieder das markieren, das ist nicht so toll. So, dann kommen wir bald wieder zu den Waypoints, 1000 Meter. Eine große Wüste haben wir hier. Die Wüste des Verdurstens. Trotz Wasser. Weil es zu heiß ist. Also vor allem geht es mir halt jetzt darum, mich wieder anzupassen als Let's Play nach diesem Unterbruch. Wenn man so einfach wenn man bewusstlos war und ja einfach nicht ganz da war, dann hat man immer so das Gefühl, es ist noch länger her. Und
Ja, mir ist wichtig, dass ihr mir, ja, wenn ich halt irgendwas nicht so gut oder ich irgendwas wieder einführen soll oder sonst irgendwas, dann sagt es mir. Ich war halt ein bisschen länger weg. So, das ist nämlich Padauk-Holz. Padauk-Holz. Gut. Nehmen wir mit. Dann nehmen wir die Sachen rein. Was jetzt einfach wichtig ist, dass ich abgesichert bin von Unterzucker. Eventuell. Ja, halt. Besser auf mich schaue. Und, das ist euch halt auch wieder ein bisschen. Ja, besser geht halt. Nicht auf mich warten müsst, weil ich wieder Unterzucker hatte und im Spital eingesperrt war, aus dem Krankenhaus eingesperrt war. Das Sims im Krankenhaus ist immer alles so richtig doof. Es wäre immer besser, wenn es nicht so doof wäre. Und ich endlich mehr Geld hätte, dann hätte ich auch viel mehr Kontakt. Das Handy, das auch Internet hat und so weiter. Ja. Wir machen hier das Haus kaputt für dieses Holz. Das Holz bekommen wir nicht so schnell über. Das ist nämlich ein schönes Holz, obwohl es passt nicht zu Minecraft. Es ist zu bunt. Na gut. Aber Sammlung, ich bin halt ein Sammler. Das ist es nun mal so. Ein Minecraft-Sammler und ein Diablo 3-Sammler. Ein paar Fofexa-Sammler. Ich bin eigentlich ein Spielsammler sozusagen. Ja, das reicht jetzt, oder? Machen wir fertig. Jetzt möchte ich noch kurz die bestimmten NPCs anschauen. Eine Gartenschere. Nein, danke. Ja. Ist jetzt nicht so viel hier. Ab, das markieren wir das Dorf. Wir können ja wieder mal zurückkommen. Da die Schmiede. Ich gehe immer zur Schmiede und markiere sie. So. Ja, aber so nicht markieren, bitte. Das ist böse hier. Hier. Neu. Dorf mit. Dorf in Liste. Eins. Das haben wir sicher noch nicht. Nö. Gut. Hier drinnen haben wir nie etwas. Hier. Aluminium wieder. Dornen. Elektrischer Stahl. Dunkler Stahl. Eine Eisenspitzhacke. Elektrischer Stahl. Eisenschwertruckel. Gut. Ja. Dahin. Nö. Diesen Stein haben wir ja schon. Sonst. Ja, es ist ein bisschen ein Selbstmord für die NPC und nichts los hier. So, weg da. Gut. Also kehren wir wieder langsam so ein bisschen zurück. Das Boot habe ich leider verloren, das ist irgendwie untergegangen und dann nicht mehr sichtbar gewesen. So, dann gehen wir zurück. Ja. Gut. Ein Boot für mich, ein Boot für mich. So, schauen wir mal, wohin wir müssen. Ja. Ja, stimmt.
Da ist es schon. Du hast keine Quest, aha. Gut. Also müssen wir die 1000 Meter schwimmen. Also fahren. Ja. Da ist der Unterwassertempel wieder, aber ich faste nicht an ohne Monster unterwegs, also nicht im leichten, im friedlichen Schwierigkeitsgrad. Den machen wir dann, wenn wir das auch schaffen mit den Wächtern. Atmungstränke haben und so weiter. Alle Chemie gemacht haben. Vielleicht dann von unten irgendwie. Aber das ist immer so mehr blöd, wenn man... Ja, okay, es geht. Aber wird ein bisschen langweilig. Na gut. Aber andere Let's Plays sind auch extrem langweilig manchmal. Wenn sie die ganze Zeit irgendwas farmen oder sonst irgendwas. Verstehe ich schon ein paar Leute. Zwei. Okay. Dann haben wir das zu tun. Bin ich jetzt doch, ich bin richtig. Sagte ich schon, ich wäre um 180 Grad gedreht gewesen. So, ich bin einfach dafür da, interaktiv zu sein und mich zu verbessern. Und ja, es geht halt unterschiedlich schnell. Also wenn ich geholfen werde, wird es natürlich viel schneller gehen. Und ich würde mich freuen, wenn ich auch Erfolg hätte, aber sozusagen, ich werde den Erfolg durch Fußball erstmal, wie soll man sagen, versuchen. Und wenn ich es nebenbei mit Let's Play schaffe, das ist umso besser. Und wenn ich dann noch mit als Fußballer Let's Playen darf und kann, also will, ist es sicher. Werde ich dann weitermachen, sonst halt einfach livestreamen oder andere Videos machen. Und ja, jetzt sicher dann auch sehr gut anpassen und so. So. Aber eben, ich passe es an euch an und nicht an das Fußball. Ich will nicht, dass ich dann plötzlich dann nur noch, ja, ich rede über Fußball, fertig. Nein, das möchte ich nicht. So, gut, dann sind wir wieder zurück. Schön, schön. Ich möchte da am liebsten jetzt noch kurz ein bisschen hier erkunden, aber ich möchte es ja auch euch ein bisschen spannender machen. Gut, ja, ich habe fast keine Ahnung mehr mit Kisten. Ich werde mal eine Pflanzenkiste hier hin tun. Und so Sachen, dass ich einfach diese Kiste ein bisschen entleeren kann. So, sehr gut. Ja. Schon wieder. Wie geht es euch manchmal, wenn ihr eine Zeit nicht mehr Minecraft gespielt habt? Habt ihr auch manchmal wieder ein Problem, Sachen zu finden und so weiter in den Kisten? Ich hätte gerne ein MA-System, aber ich kenne mich überhaupt nicht so gut damit aus und möchte es deshalb nicht. Man kann es da nicht machen. Ich habe, glaube ich, den Mod schon drin. So. Sollen wir noch das ablagern hier? Ne, das geht leider hier nicht. Die Werkzeuge mal rausnehmen. So, das Holz mitnehmen. Das Zeugs als Holz weg. Ja. So, Bücher noch. Gut. Dann haben wir hier oben. Haben wir Treibsand irgendwo?
Welt. Und ja. Machen wir das dann natürlich später, gell? Machen wir das hier noch. Als Pflanzige mal rausnehmen. So. Gut. Werkzeuge hier hin. So, ja, weiter hier drinnen. Also lasse ich mal das, hä? Gut. So. Ich mach das mal da rein. Nein. Ja. Da rein und da rein. So. Also. Wir haben 38 Levels. Wir müssen mal was verzaubern. Wir haben das verzaubert. Kann man eine goldene Beutel des Aufbewahrens verzaubern? Eine Schaufel mit Ding, aber da muss ich da. Naja, wir können es ja mal probieren, hä? Effizienz, ja, da probieren wir jetzt noch nicht. Also, ja. Also Lapis Lazuli, der muss hier drin sein. So. Dann machen wir noch Truhen hin. Für auch die Bücher und so weiter. So. Also machen wir mal Lapis Lazuli hin. Da rein. Da. Das ist eine sehr gute Schaufel, ja. Oh ja, ich sollte eigentlich eine Ding verzaubern, aber wir haben noch genug Levels. Wir haben schon mal die Verzauberung. Dann können wir das perfekt benutzen. Dann machen wir mal das hier rein. Und ich will eine Diamantschaufel machen. Ja, ja, ja. So, Stücke haben wir schon. Gut. Nein. So. Okay. Gut, dann schauen wir mal. Glück, Effizienz, Haltbarkeit. Glück 3. Glück 2. Ja, da muss ich Glück 3 machen, ne? Glück 3, Haltbarkeit 3. Dann das. Effizienz 4. Ja. Effizienz 4. Jetzt muss ich Haltbarkeit drauf bekommen, aber Haltbarkeit 4. Ja, Amboss. Wir müssen einen Amboss machen. Leutchen. Da oben, ja. So, haben wir Eisen. Wir haben sehr wenig Eisen. Nur im Inventar haben wir ein bisschen. Dann müssen wir das mal gießen. Ja, machen wir die halb jetzt. So, gut. Also, wir brauchen Eisenklötze, 3 Stück. Eisenbahn. Eisenblöcke doch. Brauchen wir. Ja, ich bin wieder ein bisschen abgelenkt. Tut mir leid. So. 2 und ja,
Haben wir genug? So. Ein Amboss. Sehr schön. Geht doch schnell ausgedacht. Gut, ja. Der Großschaufel. Was muss ich mal? Weiß gar nicht. Fehlt irgendwas? Wieso geht das nicht? Ah, muss ich das auf eine... Nein, das geht. Nee. So lange schon nicht mehr gemacht. Wo war die andere Schaufel? Die war doch irgendwo hier. Da. Das geht wahrscheinlich auch nicht, weil sie beschädigt ist. Ja. Na gut. Na toll. Haben wir die umsonst verzaubert, aber wir haben so viele Levels. Wir brauchen eine neue Diamantschaufel, genau. Das ist jetzt gerade ein bisschen komisch. Wie soll ich das machen müssen? Hä? Ich bin sowas von unausgeschlafen, ich könnte... Wurzeln. Aus den Augen abfeuern. Ich wurzel schon fast im Bett fest. Und das irgendwie verständlich war. So richtig, die Augenadern explodieren bald. So, Effizienz, Haltbarkeit. Ja, ich müsste die verzaubern. Ja, zwei Haltbarkeit. Dann machen wir das noch hier mit dem Glück. Glück, Effizienz, Haltbarkeit 2. Also Glück ist schon mal gut. Effizienz könnte eins mehr sein, Haltbarkeit 2 mehr. Aber jetzt Dragoschaufel. Ja. So. Gut, dann haben wir das. Das hier rein. Und... Die kommen wir auch hier rein. Ja, nicht hier rein. So, gut. Gehen wir mal ein bisschen Bären sammeln. Aber nur schnell. Ich habe auch keinen Bock dazu. Ja, sind sowieso noch nicht reif genug. Hm. Was ich zeigen kann, sind zum Beispiel die Fischzeugs aus den Reisen. Es ist mega umständlich, also man muss immer wieder einen Köder reintun. Und das ist blöd. So, dann schauen wir mal, wo das war. Da. Also man bekommt Krempel über, das ist Wahnsinn. Toll, ein Klo. Ja, eine Maske. Crayfish. Crayfish Fanny der Mod, okay. Ein Toast, einen Mixer. Ein, ja, Mixer. Und ja, ich weiß nicht, was damit anfangen, aber es ist doch schön anzusehen, oder? Eine Platte noch. Gut. Jo, unten haben wir eigentlich alles Alte, nichts Neues. Gut, also, zuerst einmal möchte ich kurz ein bisschen umschauen, mich beim Barbarengebiet.
Heben und Heben brauche ich ja momentan nichts. So. Die können dann später wachsen, sich verbreiten. So. Da haben wir auch noch ein bisschen Bowist. Ah, das sieht schon geil aus für ein Barbarenreich. Was ist das eigentlich? Das ist einfach ein Lomi-Grasblock, okay. Ah, schön, nebenbei noch ein sumpfartiges Zeugs. Okay, das ist nicht gefährliches Wasser. Ich habe einfach mal das Gefühl, ich möchte einfach mal die verschiedenen Gewässer aufsammeln und schauen, was dann in meinem drin ist. Und dann ein bisschen Dinge. Es gibt irgendwie so ein giftiges, ja, einfach ein Gift in einem der Baum, so Plenty-Biome und so weiter. Aber schaut mal da unten, das ist doch ein Biom für das Asiatische Reich. Ah, es gefällt mir doch. Ja, so. Hier überall etwas bauen. Sieht halt jetzt noch nicht ganz so schön aus. Aber dann machen wir das halt einfach manuell. So. Schön, dass es auch am Meer ist oder so. Das ist alles ein bisschen falsch generiert hier, aber na gut. Kommen wir irgendwo raus. Das ist Marble. So, das Wichtigste auf der Schaufel wollte ich eigentlich ist ja dieses Behutsamkeit, damit ich auch so ein bisschen Pilzzeugs und so abbauen kann. Ja, da müssen wir noch ein bisschen verzaubern. Matt ist hier. Können wir ein bisschen mitnehmen, hä? Okay, lieber nicht so viel hier. Lieber eine Farmwelt dann besser. Ausgiebiger Farmen. So, aber gibt es hier auch ein gutes Biom noch? Was könnten wir hier machen? Apatiterz. Oh, eine Anaconda. Zeig dir mal der Name. Komm, nicht abhauen, du. Hallo. Snake, einfach Snake. Okay. Gut, dann gehen wir wieder raus. Das ist die Farm 1, okay. Ja. Krokodil. Nein, nein, danke. Ja, die nehmen wir mit, so. Da habe ich so viel wieder zu entdecken und ich bin fähig wieder ein bisschen. Nicht live. So. Fliegende Attacken habe ich auch hier im Schlafzimmer. Alle Big Cat, so ein schwarzer Panther. Das ist alles so wild, das ist so geil. Da kann man so geiles Barbarenreich machen, die dann im Krieg mit den Japanern sind. Ja, Asiaten. Ich sage Asiaten, ich möchte alles machen, so ein bisschen. So mit den Forest, die möchte ich danach beginnen, aber ja. Man weiß gar nicht, was so richtig man machen soll. Weil man hat so viel.
das ist natürlich auch wunderschön. Dort oben irgendwie so eine richtig böse Festung machen. Wenn es da nicht störend ist mit unserem Zuhause, mit unserem Baum. Aber das wäre doch cool. So, dann haben wir hier dieses Weidenbiom-Zeugs. Trauerweide. Ja, Weiden. Bayou. Der Bayou. Gut. Kokosnuss. Kokosnuss. Wer hat die Kokosnuss geklaut? Nehmen wir das noch mit. Gut. Da haben wir auch noch einen. Dann lassen wir den hier, dann können wir später mehr Pflanzen ausbuddeln, also ausreißen. So. Lasst mich mal ein bisschen in die Ruhe. Ihr Truthähne des Todes. Oh, schaut mal den Berg dort. Cool. Und überall fliegende Bäume, das ist so cool. Wir sind hier so was von in einem realistischen Gebiet. Ah. Das war nur eine normale Wiese, aber die sieht doch auch schön aus. Das muss doch bebaut werden, oder? Aber es gibt sehr viel Raubkatzenzeugs hier. Ja. Der Stein ist einfach gigantisch geil schön. Ja. Das ist jetzt das Gift. Ja, wir haben zu wenig. Ah. Nö, ist nicht Gift. Das Gift ist irgendwie lila.